Voller Ehrfurcht stehe ich vor einem Fahrrad, das man so oder so ähnlich nicht direkt kaufen kann. Es sei denn, man hat viel Glück, es ist gerade reingekommen, es ist nicht vorbestellt, es ist noch da. Und hier stehe ich vor einem absoluten Hotseller aus der deutschen Fahrradmanufaktur Cube. So wie alle deutschen Firmen ja englische Namen jetzt mittlerweile haben, wie Bosch, BASF und Cube. Da ist es, und das Ding hat alles, was das Herz begehrt, zu einem Preis, wo man dreimal hingucken muss. Klar, das ist viel Geld, was hier draufsteht, aber man muss, wenn man das wirklich gleich ist, mit gleichem Vergleich, kriegt man hier ein Fahrrad zu einem Preis, das ist toll. Das ist nicht nur toll, das ist mega. Also ganz klar, Cube Action Team, Stereo 100, ich glaube, wir haben 140er, oder? Ja, genau, Stereo 140. Also für uns, muss man ganz klar sagen, eins der begehrtesten Räder aus Kundensicht. In den vergangenen 2 Jahren war nie ein Action Team, was angeliefert wurde, überhaupt noch frei. Das Rad ist jetzt aktuell noch frei, wurde jetzt gerade auch erst von den Jungs montiert. Rahmengröße? Wir haben ein M. M in 18 Zoll. Mhm. Also durchaus eine gängige Größe. Preispunkt 6.799 Euro. Ja, viel Geld. Aber wirklich das Feinste vom Feinsten schon drin. Komplettes Kashima-Fahrwerk von Fox. Selbst auch die Sattelstütze in dem Fall ist auch mit Kashima beschichtet. Also Bosch 750 Wattstunden Akku, Bosch Performance CX Motor, Remote, Kiox 300 Display. Also Smart System natürlich, XT Bremsanlage, XT Schaltgruppe, 12 Gang. Was will man noch mehr sagen? Ich habe doch gesagt, Ehrfurcht. Bremsen auch Shimano? Ja, auch eine Shimano. Also, XT Bremsanlage. Also full Shimano Fox. Full Shimano, Full Fox System. In dem Sinne dann halt auch als Laufradsatz ein Newman-Laufradsatz. Newman ist ja so gesehen in dem Cube-Stall ein bisschen mit unterwegs. Wir machen ja auch den kompletten Vertrieb dort dafür. Und in dem Falle auch ein Newman-System-Laufradsatz. Schwalbe Magic Mary in der Kombination mit Big Betty hinten. Auch da hochwertige Ausführungen, jetzt nicht irgendwie die standardbillige Drahtversion. Man erkennt es auch immer daran, über diesen Streifen, also eine Evo-Version, die Gummimischung dann halt auch angibt. Also das Rad ist in dem Sinn wirklich das, wo viele Kunden sagen, boah, da habe ich ja alles drin und alles dran. Die Speerspitze ist weiterhin das SLT, wo es noch ein bisschen schicker dann im Gesamten dann halt auch wird, aber auch zurückhaltender in der Farbe. Action Team ist ja ganz klar die Farbdarstellung des Action Teams mit dem Orange, Blau und Grau. Ach so, das ist nicht aus der Fernsehserie? Aus der Fernsehserie. Also ich wüsste nicht, dass die eine Fernsehserie machen. Nein, das Action A-Team. Ach, das A-Team, nee, das war ja... Was ist denn Action-Team? Das Action-Team ist das Rennteam von Cube. Okay, das heißt, die haben ein eigenes Rennteam, ja. Und das fährt immer in anderen Farben oder hat das immer die Farbe? Jedes Jahr? In den Farben. Also die vergangenen, ich glaube, 4 Jahre haben wir immer diesen Farbton. Vorher war es, glaube ich, anders, aber in dem Sinne ist das die Farbsilhouette. Es gibt dieses Rad auch nur in dieser einen Farbe. Normalerweise gibt es die Stereos ja in 3 verschiedenen Farben, außer das TM und das Action Team und auch, ich glaube, das SLT. Die gibt es jeweils nur in einer Farbe. Ist aber ein Replika, das heißt, die anderen fahren natürlich, aber es ist nah dran. Es ist in den Farboptionen eine Replika, aber es ist natürlich auch bei den Kinderrädern haben wir das auch. Es gibt ja auch das Kit 200, 240 Action Team, was genau die gleichen Farben hat, wo man sagen kann, hier der Junior oder die Tochter fährt das gleiche wie der Papa in einer kleinen Version. Also das ist natürlich dann schon sehr, sehr interessant. Natürlich mit Best 3, das Coole ist, ich zeig's mal, und im Zusatzdisplay. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gefilmt, aber jeder will es natürlich auch nochmal neu sehen. Es ist ja auch von dem Rad spezifiziert. Wir haben hier die Remote-Einheit, über die ich natürlich den Unterstützungsgrad einerseits wählen kann. Jetzt wählen wir hier erstmal unsere Sprache. Dann soweit auch okay. Hier könnte ich jetzt die App direkt laden. Das wäre jetzt der Vorgang. Der hat Bluetooth eingebaut schon. Ja, genau. Bestätige das jetzt einfach mal nur. Und jetzt kann ich hier über hoch und runter in die jeweiligen verschiedenen Modis gehen.
Das heißt, du drückst da oben plus minus und dann genau. wird das einmal auf dieser kleinen, auf dem kleinen Display angezeigt und dann auf dem LCD-Display. Richtig, genau. Ansonsten haben wir die Möglichkeit hier über links und rechts, das ist der Bereich hier, in das jeweilige Untermenü dann auch zu gehen, wo wir verschiedene andere Funktionen dann halt auch haben. Dann ist es halt wirklich so, das, was interessiert mich an Informationen, ist es die Reichweite, ist es die Geschwindigkeit, ist es die Wattzahl, die ich bringe, die der Motor in sich bringt. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten und das Ganze ist also sehr, sehr facettenreich. Oder die Standardansicht ist meistens eigentlich immer diese hier. Das heißt, ich sehe über diese Skala, ja, dass, wie viel Unterstützung der Motor dann halt auch bringt. So, kommen wir mal auf das Thema Langlebigkeit der Komponenten zu sprechen. Carbonrahmen? Ja, natürlich, klar. Also alle Stereo 140 Modelle haben einen Carbonrahmen. Das ist bei allen Rädern so, auch bei dem Einstiegsmodell schon. Wir haben eine integrierte Ladebuchse. Das kennen wir aber auch mittlerweile schon von vielen Produkten. In dem Falle ist die hier zu sehen. Und lässt sich dann dementsprechend hier drüber verriegeln. Und ist dann natürlich auch schön abgedeckt. Das ist die Sattelstütze, die hier durchläuft. Mhm. Und hier haben wir im Endeffekt den Speed-Sensor bzw. halt die Bremsanlage. Wo ist der Speed-Sensor? Das ist das Kabel hier und das obere ist die Bremsleitung. Mhm. So, dann diese tolle Bremse, die Ore XT, eine Vierkolben-Bremsanlage vorne und hinten mit diesen, ich sag mal, Verbreitungen, die hier drauf sind, die dafür sorgen, dass diese Bremsscheibe sehr effektiv kühlt. Genau, das ist im Prinzip ein kühlendes Element, das, was wir hier halt einfach sehen, dass die Wärme deutlich besser abgeleitet wird. Es ist ja so gesehen auch eine zweiteilige Bremsscheibe. Auch hier haben wir den Effekt, dass die Wärme deutlich besser abgeleitet wird. Das macht Shimano in sich schon natürlich sehr, sehr lange und funktioniert halt auch wirklich sehr, sehr gut. Diese Bremsbeläge kriege ich auf der ganzen Welt. Das ist wirklich, da muss ich nicht irgendwo gucken. Ich glaube, jeder gut sortierte Fahrradhändler wird das haben. Da haben die auch gar nicht so viel geändert. Das heißt also, das sind Standard-Bremsbeläge. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine Magura MT irgendwas hatte und dann in Spanien stand und dann irgendwann mal einen Händler gefunden hatte, der dann die Bremsbeläge hatte und die waren runter. Ja. Das ist der Standard schlechthin, oder? Ja, bist du wieder vorbereitet in den Urlaub gefahren, ne? Ja, man muss auch sagen, also man kann ja von oben drauf gucken, dann sieht man sehr schön die Abnutzung der Bremsbeläge, das ist, glaube ich, überall so. Die Schwinge hinten, die ist nicht aus Carbon. Nein, in dem Falle nicht. Also hat man auch nicht angedacht. Man sieht es hier auch an den Schweißnähten. Es ist so gesehen nur der Hauptrahmen, was heißt nur, der aus Carbon gefertigt ist. Der wiegt wirklich nichts. Du hast mal so einen Rahmen mal in der Hand gehabt. Das ist eine Ersparnis. Die ist natürlich toll. Der Vorteil von Carbon ist der sogenannte Flexen. Das kann zum Beispiel, können viele andere Rahmen nicht. Ja, wir haben, sagen wir mal, beim vollgefederten nicht unbedingt den Vorteil des Flex, weil einfach ja wir ein vollgefedertes System haben. Das heißt, der Rahmen an sich muss natürlich sehr, sehr steif sein. Gerade was die Tretlagereinheit hier natürlich auch angeht. Die geht aber nach unten, nach unten wird es steifer. Ja, ja, klar. Aber ist immer die Frage, aus welcher Richtung halt auch steifer. Ne? Wenn wir das bei einem Hardtail beispielsweise nehmen, ist das noch viel trivialer, dass auch die Sitzstreben hinten einen gewissen Flex einfach haben, um mehr Komfort zu bieten. Hier ist es einfach aber auch so, es ist einfach viel formschöner. Ne? Wir haben keine Schweißnaht, es sieht einfach schicker aus. Und das macht natürlich halt auch den Unterschied irgendwo aus. Jetzt habe ich die ganze Anmod, weißt du, und der Flex. Und dann sagst du zu mir, du Sven, ist schön, dass sowas gibt, aber wir haben mal wieder ein vollgefedertes Fahrrad. Das ist wieder Blödsinn, was du erzählt hast, weil brauchen wir nicht. Es ist nur wegen der schönen Form. Der Unterschied ist halt wirklich, dass Carbon nicht gleich Carbon ist. Also es gibt hier wirklich sehr, sehr große Unterschiede, was die Fasern angeht, was den Harzanteil natürlich halt auch angeht. Nur das, was du wirklich angesprochen hast, also in erster Linie ist mal wichtig, dass er wirklich sehr steif ist, weil wir haben hier natürlich auch eine geballte Kraft drin mit 85 Newtonmeter. Wir wissen alle, der Performance CX, der reißt ganz schön an der Kette und das muss prinzipiell natürlich steif sein und funktionieren, weil dazu kommt die Kraft, die ich noch in das Rad reinbringe und die ist oftmals halt auch nicht so unerheblich. Schönes Rad, hier steht es, das Cube Stereo. In der Ausführung Stereo Hybrid 140 Action Team. Action Team, so, das wollte genau. Ich eben sagen, mit XT-Ausstattung, mit wirklich einer tollen Bereifung. Gerade nochmal, ich habe vorne hinten habe ich 29 Zoll. Ja,
Kettenführung mit integriert. Auch das wird immer mehr ein Thema. Voll integrierter Schutz dann halt auch, der nicht nur von oben schützt, sondern auch von unten. Da gehen die Hersteller auch immer mehr dazu über, eigene Produkte zu machen, nicht einfach nur so ein Neopren oder Gummistrumpf oder ähnliches, weil das muss einfach sauber funktionieren, das ist ganz entscheidend. Und das Bike, wie es hier steht, ist wirklich also ein heiß begehrtes Produkt. Wir haben einige in der Kundschaft, die damit unterwegs sind, und uns freut es natürlich halt auch, dass die Räder so gut angenommen werden vom Markt. Aber es liegt natürlich auch an dem wirklich sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis und im Gesamten natürlich der Marke Cube. Schön. Schaltung 12-fach. Ja. So. Ja, ich sag nur, das ist so wahrscheinlich so ähnlich wie bei Tabat und wie heißt die Traktorenmarke? Fendt Wohnwagen. Mhm. Die meistgeklautesten Wohnwagen Europas landen sehr oft in Holland. Wenn sie gestohlen werden, kann ich hier so einen Tracker irgendwie verbauen? Prinzipiell kannst du das. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Möglichkeiten dort am Markt. Tendenziell empfiehlt es sich natürlich generell, so ein Fahrzeug zu versichern. Einerseits geht es über das Leasing, sofern ich das Fahrzeug lease. Da haben wir natürlich auch ganz viele Kunden, das ist automatisch versichert, auch gegen Diebstahl. Ansonsten, wenn ich das Rad kaufe, empfehlen wir immer den Aspekt der Wertgarantie, weil es ein Produkt ist, was nicht nur den Diebstahl schützt, europaweit, sondern auch den Verschleiß mit abdeckt. Das heißt also, mein Antrieb ist verschlissen, meine Bremsbeläge sind runtergefahren. Vollkasko quasi. Eine Vollkasko kann man auch sagen. Übernehmen die das? Oder für den Fall, dass ich vielleicht ein bisschen ungeschickt war und irgendwo dagegen gefahren bin. Der Rahmen ist gerissen. Das wäre dann natürlich schon heftig, aber auch das würden die übernehmen. Irgendwas defekt ist, das Vorderrad, der Lenker, die Griffe, der Sattel etc. etc. Preis bei dem Fahrrad, was kostet das? Liegen wir ungefähr bei 220 Euro. Im Jahr? Ja, im Jahr. Ja, das heißt, wir reden über 18 Euro oder sowas im Monat. Und dafür darf ich dann diese zum Beispiel ganz tolle Kassette kaputt fahren und melde mich bei dir und kriege eine neue Kassette, ohne dass ich was zahlen muss. Ich kriege eine neue Kette. Ich kriege die Bremsbeläge bezahlt. Ich bekomme die Bremsscheiben bezahlt. Ich bekomme, wenn hier, ich sag mal, irgendwas an dem Rahmen sein sollte, der ist kaputt gegangen, kriege ich das bezahlt. Und den Dämpfer kriege ich bezahlt. Ich kriege, wenn der Sattel kaputt ist, den bezahlt. Ich kriege alles bezahlt. Alles will ich jetzt nicht unterschreiben, aber im Endeffekt ist es wirklich so, alles, was durch Sturzschäden passiert ist oder wie gesagt der Fall des Verschleiß, das Bike wird geklaut, ersetzt die Versicherung im Prinzip diesen Wert. Die zahlen sogar die Reifen. Ja. Das ist wirklich so. Also ist ja Verschleißprodukt. Das heißt, man muss das quasi machen. Es gibt keine andere Lösung. Denn ich sag mal, wenn ich auch nur einen neuen Reifen kaufe, der Big Betty, was kostet 70 Euro? 70, 80 Euro, ja. 80 Euro, überleg mal, dann hast du... Dann brauchst du beide vielleicht. Gut, natürlich, der hintere fährt sich schneller ab. Es gibt eine Höchstgrenze im Jahr für Verschleißteile, muss man sagen. Also man kann jetzt nicht, ich glaube... Nein, wir sind nicht beim Leasing, also es gibt hier keine Höchstgrenze. Das deckelt so gesehen das Paket ab, in welcher Stufe ich natürlich gelevelt bin. Das heißt, also hier muss ich einen Versicherungsschutz haben. Ich glaube, er geht bis 6.000 und der nächste Schritt ist bis 8.000. Es gab hier auch eine Änderung im Anfang des Jahres, die aber kostengünstiger geworden ist. Weil jetzt ist es so bei der Wertgarantie, vorher wurde ein Fahrrad und ein E-Bike immer unterschieden. Ein normales Fahrrad war immer teurer wie ein E-Bike. Hängt damit zusammen, dass Fahrräder schon länger im Schaden reguliert werden und diese Fahrräder auch deutlich häufiger geklaut werden. Jetzt hat man alles zusammengelegt. Die Range geht jetzt hoch, ich glaube, bis 15.000 Euro auch. Das ging vorher nur bis 10. Neuanschaffungswert. Neuanschaffungswert. Und ich glaube, wir liegen bei 15.000 Euro bei maximal, ich glaube, 300 Euro oder sowas. Also das ist wirklich ein mega Preis-Leistungs-Verhältnis für das, was ich damit machen kann. Wenn ich natürlich sage, ich fahre nur zweimal im Jahr mit dem Rad, dann würde ich wahrscheinlich... Kann ja trotzdem geklaut werden. Ja, dann kann es geklaut werden, aber dann wird der Verschleiß natürlich nicht das Thema sein. Wenn du es zweimal im Jahr fährst, dann sagst du, okay, das halte ich auch immer an mir fest oder das gebe ich gar nicht her. Nur in dem Fall ist es wirklich so, wir bieten... Ich stelle es an der Eisdiele ab. Jemand tritt gegen den Vorderreifen, der hat einen Mega-Achter. Das ist versichert.
das wäre so gesehen versichert. Es ist zwar kein direkter Unfallschaden an sich, aber in dem Sinne wäre es Vandalismus. Versichert. Ja, es wäre Vandalismus, aber auch das ist abgedeckt. Okay. So, das ist der, haben wir einen Mega-Film drüber gedreht, so richtig warm geworden sind die mit unserem Film nie. Das kann nehmen wir nochmal an, das müssen wir nochmal schauen, aber für uns ist es ein Produkt, was wir immer auch mit dem Kauf empfehlen. Es ist bei uns auf der Webseite bei den Rädern mit integriert, das heißt, wenn der Kunde ein Rad in den Warenkorb legt, weisen wir auf die Wertgarantie hin. Reicht das nachträglich? Geht auch nachträglich. Ein halbes Jahr gilt ein Fahrzeug immer noch als Neufahrzeug. Ja, ich muss noch ein halbes Jahr warten, glaube ich, mit den ersten Verschleißteilen. Also der Hersteller sagt, ein halbes Jahr lang ist das Ding neu und erst dann kann man Verschleißteile einreichen. Korrekt. Siehst du, ich habe so viel gelernt. Ich kann bei dir anfangen. So ist es. Komm, wir machen einen Cut. Du bist mal wieder viel zu lang. Aber hier, da können wir noch eine Stunde über reden. Aber es macht eh keinen Sinn, weil du kriegst davon keine 500 dieses Jahr, oder? 500 vielleicht nicht mehr, aber wir haben schon noch ein paar in der Pipeline. Wir sind da ganz guter Dinge, da wir einen ganz guten Draht dorthin haben. Also für diejenigen, die eins haben wollen, immer gerne melden. Auch wenn das jetzt weg sein sollte, im Shop nicht mehr verfügbar. Einfach eine kurze E-Mail an uns, hätte Interesse an dem Bike oder wann kommt es nochmal rein. Das muss man ganz kurz noch erklären. Du stellst nur Fahrräder rein, die auch wirklich verfügbar sind und wo du weißt, die kommen garantiert oder die du im Streckengeschäft direkt vom Händler liefern kannst. Das gibt es nämlich auch. Also die sagen hier, schicke ich mal rein. Der Händler macht die Lagerbevorratung. Kann man das Display eigentlich abnehmen? Ist das Diebstahl geschützt? Oder? Kann das Display abnehmen, ja. Oder gibt es eine Schraube? Das ist der Mechanismus, ja. Sieht man hier oben. Ich hänge das also quasi nur ein und dann verriegelt es dann schon. Okay, das heißt mitnehmen. Also wer das Video jetzt gesehen hat. Wir probieren ja immer drehen, nach oben ziehen, nach unten. Es geht dementsprechend einfach nur. Ich setze den Finger hier an und ziehe es einfach ab. Okay. Ich kann es aber nochmal zusätzlich sichern, dass es nicht abgeht. Ne? Achso, das geht, ja. Mit einer Schraube. Oder so. Ist da eine Schraube, ist eine Fixierung hier innen drin, dann geht da nichts mehr. Gut. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Nico Ockenfels und der Firma Recycle in St. Wendel. Das liegt im nördlichen Saarland. Und der Nico hat auch gleich zwei Läden in Riegelsberg. Und einen ganz tollen Webshop. Dreh dich mal um bitte. www.recycle.de. Abonniert German Television, denn nur mit eurem Abo ist euch ein Lebensfriede zugeteilt worden. Ja. Ihr werdet viel glücklicher werden, ihr werdet jedes Mal dran denken, wenn ihr die Abo-Taste gedrückt habt, hey, der Sven wird glücklich, das Leben wird viel schöner sein, wenn ihr da drauf drückt. Ob ihr die Glocke drückt, ist mir vollkommen egal. Drückt auf den Abo-Knopf. Tschüss.